Willkommen auf meinem Kanal Kleidermädchen. Hier dreht sich alles um Fashion, Beauty und Lifestyle und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine kleine Reise bzw. eine Reise rund um das Thema Travel und ich möchte euch zeigen, was ich auf einen Kurztrip mitnehme und wie viel Stauraum ich benötige dafür. Und da kommt auch schon mein heutiger Kooperationspartner ins Spiel und zwar ist das Fitz & Huxley und ich durfte mir aus der Ocean Collection den Rolltop aussuchen in der Farbe Light Grey. Und zwar ist das dieser hier und ich habe mir gedacht, damit der Produkttest auch etwas interessanter wird und ich nicht nur die Fakten runterrassle, dass ich auch noch das Konkurrenzprodukt mit ins Boot hole und zwar den Rolltop von Godpack. Das wäre dann dieses Modell hier und ich werde die beiden anhand verschiedener Kriterien vergleichen und sie nach und nach mit euch durchgehen und natürlich wird auch am Schluss noch mein Favorit gepackt und für einen kleinen Wochenendtrip fertig gemacht. Also würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und loslegen. Wir beginnen mit dem Rucksack von Fitz & Huxley. Der sieht wie gesagt so aus, ist hier mit einer Metallschlaufe zu verschließen, wird aufgerollt und hat hier nochmal einen Reißverschluss. Auf der Rückseite hat er genau zwei Trageriemen und auch noch einen Querriemen. Das finde ich immer super praktisch, wenn man mit Koffern unterwegs ist. Man kann den einfach auf den Koffer draufstellen und er steht sicher und fest und man hat die Hände frei. Dann haben wir ebenfalls noch auf der Rückseite ein Fach für, würde ich jetzt sagen, für wichtige Dokumente. Also die habe ich immer gerne so nah wie möglich am Körper und immer das Gefühl, dass da auch nicht jemand so schnell rankommt. Deswegen finde ich dieses geräumige große Fach richtig super. Und auf der anderen Seite, an der Seite, gibt es auch nochmal ein Fach, wo man eine kleine Getränkeflasche verstauen kann. Und auf der Vorderseite hat man auch im unteren Bereich nochmal ein sehr großes, geräumiges Fach, das ebenfalls mit einem Reißverschluss verschlossen werden kann. Wenn wir uns jetzt den Innenraum angucken, der sieht dann so aus, wie gesagt, sehr viel Stauraum. Reicht auf jeden Fall locker fürs Wochenende. Und was ich auch immer sehr gut finde, ist, wenn ein Rucksack eine separate Laptop-Tasche hat. Diese hier kann auch mit einem Reißverschluss verschlossen werden, das finde ich super, super. Und ansonsten hat der Rolltop jede Menge Verstaumöglichkeiten und in dem Innenraum auch nochmal drei kleinere Taschen, die mit Reißverschlüssen zu verschließen sind. Die Laptop-Tasche kann im Innenraum positioniert werden und wird mit Klettverschlüssen befestigt. Das finde ich auch immer ganz super, dass das dann nicht hin und her wackelt. Und ja, wie gesagt, so viel erstmal zu dem Rolltop von Fitz & Huxley. Den mag ich persönlich sehr gerne, weil er jede Menge separierte Staumöglichkeiten hat. Alles ist mit Reißverschluss zu verschließen und man hat das Gefühl, alles ist an seinem Platz, ist sicher verstaut und nichts kommt weg. Genau. Im Gegensatz dazu das Modell von Godpack. Es wird hier im Plastikverschluss verschlossen und was als erstes auffällt, dass er oben keinen Reißverschluss hat, sondern dann nach dem Aufrollen quasi einfach offen ist. Der Innenraum gestaltet sich ähnlich. Auch hier wieder eine Laptop-Tasche. Diesmal aber ohne Reißverschluss, was ich eigentlich nicht so gut finde, weil wenn man qualitativ hochwertige Laptops hat, möchte man doch gerne wissen, dass diese sicher verstaut sind. Geräumiges Innenfach, das zudem dann auch noch eine separate kleine Tasche mit Reißverschluss bietet. Das war es auch eigentlich schon mit den Reißverschlusstaschen, bis auf die eine auf der Vorderseite. Die ist dann mal mit einem Reißverschluss zu verschließen und ist aber im Gegensatz zu der von Fitz & Huxley wirklich sehr klein. Auf der Rückseite auch wieder zwei Trageriemen. Hier zusätzlich nochmal eine Polsterung, was für langes und schweres Tragen gar nicht so verkehrt ist. Und auch hier, wie gesagt, so ein Querriemen, wo man den Rucksack auf den Koffer stellen kann und somit die Hände frei hat.
So, und an dieser Stelle erstmal ein kleines Zwischenfazit. Also der Rolltop von Fitz & Huxley hat sehr viele kleine Fächer, die mit Reißverschlüssen zu verschließen sind, hat eine separate Laptop-Tasche, die auch mit Reißverschluss zu verschließen ist. Und wie gesagt, sehr viele separierte Verstaumöglichkeiten, was das Ordnen im Rucksack sehr erleichtert. Hingegen, wer ein Liebhaber von Minimalismus ist, kann ich den Goodbag empfehlen. Der hat wirklich sehr wenige Taschen, ist einfach ein funktionaler Rucksack, der aber eine Polsterung auf der Rückseite hat. Vielleicht besser, wenn man schwer zu tragen hat und auch lange zu tragen hat. Und wie gesagt, auch ohne Reißverschluss am Hauptfach. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Laptop-Taschen im Vergleich. Und ich halte die euch einfach nochmal nebeneinander. Also wie gesagt, die sind von der Größe her fast identisch. Einer der Hauptunterschiede ist, dass die Laptop-Tasche von Fitz & Huxley zusätzlich mit einem Reißverschluss verschlossen werden kann und die Laptop-Tasche von Goodbag einfach offen ist. In der Laptop-Tasche von Goodbag innen ist nichts weiter drin, auch kein Reißverschlussfach. Wir haben hier lediglich eins auf der Vorderseite. Das ist auch sehr geräumig und in dem Fach drin sind nochmal zwei kleine separate Fächer, die aber offen sind. Die Laptop-Tasche von Fitz & Huxley wiederum hat ein Reißverschlussfach auf der Vorderseite. Das ist lediglich ein Fach, da ist auch keine weitere Unterteilung drin. Und im Hauptfach finden wir auch nur eine geräumige Möglichkeit für das Verstauen des Laptops. Ich habe jetzt hier mal einen 13 Zoll Laptop, damit ihr auch sehen könnt, in welcher Größe das wäre. Also hier in diese Laptop-Tasche passt auf jeden Fall locker ein 16 Zoll Laptop ohne weiteres rein. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn die Laptop-Tasche separat ist, dann kann man nämlich einfach den Rucksack zu Hause lassen und kann sagen, heute bin ich nur mit meiner Laptop-Tasche und mit meinem Laptop unterwegs und kann ihn mir so unterm Arm klemmen und einfach losmarschieren. Und der Laptop ist sicher verstaut. Wie gesagt, hier hat man ja auch noch einen Reißverschluss. Da kann man noch nötige Kleinigkeiten wie zum Beispiel Schlüssel, ECT mitnehmen und ist bestens ausgerüstet. Mein Resümee zu den zwei Rucksäcken. Erstens mal ist der Rucksack von Fitz & Huxley zu 90% aus recyceltem Plastik und der von Goodbag nur aus 59%. Und das ist für mich auch eine Kaufentscheidung, weil beide sind in einem höherpreisigen Segment. Und wenn man schon Wert auf Nachhaltigkeit legt, finde ich, sollte man dann auch zu dem Modell gehen, das einen größeren Benefit in diesem Bereich bietet. Aber davon abgesehen finde ich auch weiter den Rucksack von Fitz & Huxley besser, weil er viel mehr Verstaumöglichkeiten hat, die separat mit Zippern verschlossen werden können. Ich habe für mich das Gefühl, dass alles viel besser und sicherer verstaut ist. Der Rucksack an sich ist auch viel flexibler. Der andere von Goodbag eher statisch, hat aber dafür eine Polsterung am Rücken, also je nach den Präferenzen. Was ich auch noch dazu sagen muss, der Rucksack von Goodbag ist nicht waschbar, der von Fitz & Huxley schon. Also falls ihr vielleicht mal einen Ausflug macht, wo ihr in Gebiete kommt, wo der Rucksack vielleicht etwas dreckig werden könnte, finde ich es persönlich immer praktisch, wenn man ihn einfach mal in die Waschmaschine schmeißen kann und dann nicht wie mit Schwamm und Wasser dort steht und anfängt zu schrubbeln. Aber das ist, wie gesagt, eine persönliche Präferenz und das muss jeder letztendlich für sich wissen. Wie gesagt, mir ist der Fokus auf Stauraum und auch separierten Stauraum sehr wichtig und deswegen entscheide ich mich ganz klar für das Modell von Fitz & Huxley. So, und hier habt ihr jetzt mal eine kleine Übersicht, was alles mit in den Rolltop soll. Und genau, also hier ist meine Wäsche drin, das sind sogenannte Packing Cubes, das ist für meine Schmutzwäsche. Hier sind noch ein paar Ersatzschuhe, das ist meine Kosmetik-Bordutensilien und das ist der Laptop. Und ob ich das jetzt alles da hinein bekomme, da dürft ihr jetzt live dabei sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich bin nur 2 Tage weg, deshalb ist das komplett ausreichend.
Als erstes würde ich jetzt einfach mal mit dem Laptop starten. Den gebe ich hier rein. Und an der Rückseite hier ist dieser Klettverschluss. Das heißt, er sitzt jetzt hier auch super fest drin und da passiert nichts mehr. Nehme ich, gehe jetzt einfach mal der Größe nach vor. Meine Klamotten gebe ich jetzt auch hier rein. Also wie ihr seht, hier ist einfach noch mega, mega viel Platz. Ich werde NIO nicht mehr füllen. So, dann die Schuhe, weil es nur Sandalen sind, die gebe ich jetzt einfach mal hier vorne rein. Dann kann ich das eigentlich auch noch verschieben, wenn das passt. Ein A ist auch drin. Dann den Beutel, den gebe ich jetzt einfach mal vorne rein. Dann ist das separiert und wie gesagt, meine Badsachen. Hier ist jetzt hier auch noch locker Platz. Ja, und dann bin ich jetzt quasi schon fertig und kann den Rolltop schließen. Also ich finde es auch immer mega, wenn diese Rucksäcke dann auch Reißverschlüsse haben, weil für mich ist das dann immer noch mal so ein Sicherheitskriterium, wenn ich einfach noch mal extra verschließen kann. Und wie gesagt, habe ich euch vorhin das schon gezeigt. Das wird einfach hier eingehangen. Und hier habe ich noch meine wichtigen Dokumente. Die gebe ich jetzt einfach hier noch schnell rein. Und ja, dann bin ich auch schon fertig. Und wie ihr seht, habe ich noch jede Menge Luft. Da kann ich auch noch was mitnehmen, wenn ich möchte. Vielleicht eine Jacke. So, ich setze den jetzt einfach nochmal für euch auf, dass ihr den auch nochmal getragen seht. Die Riemen lassen sich einstellen, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes. Genau, und so werde der Rolltop dann getragen aussehen. Also er ist mega bequem. Der Rucksack liegt auch super auf der Schulter und kann man nicht meckern. Also für mich ist er auf jeden Fall richtig super, weil ich ihn gut organisieren kann und ich bin immer ein Freund davon. Wenn ich unterwegs bin, möchte ich es einfach aufgeräumt haben, auch wenn es nur kurzzeitig ist. Er ist perfekt für Kurztrips oder auch für Handgepäck, wenn ihr mit dem Flugzeug unterwegs seid. Und nochmal kurz zum Brand Fitz & Huxley. Also das ist ein nachhaltiges Unternehmen. Der Rucksack selbst besteht aus gesammeltem Meeresplastik. Das heißt, er ist vegan, er ist wasserabweisend. Und die Linie heißt Oceanline und mein Rucksack ist die Farbe Light Grey. Ich werde ihn euch auch nochmal in der Infobox verlinken, dann könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen, wie das Unternehmen arbeitet und so weiter. Ich habe dazu auch noch einen Blogbeitrag verfasst, den könnt ihr euch auch super gerne durchlesen, den verlinke ich euch auch nochmal unten. Und ja, ich würde sagen, ich werde mir jetzt mal den Rucksack aufsetzen und dann geht es für mich auch los auf meinen Kurztrip und wünsche euch schon mal vorab ein schönes Wochenende. Ich werde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt und öfters vorbeischaut. Also ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos machen. Und ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.